Hallo ihr Lieben! Momentan kommt man an diesem coolen Trend nicht vorbei. Nanotape! Und heute zeige ich euch, wie ihr diese coolen Nanotape-Bubbles hier machen könnt. Bleibt also dran und abonniert meinen Kanal für noch mehr süße DIY-Ideen. Nanotape ist eigentlich ein dickes, doppelseitiges Klebeband, das zum Beispiel zum Anbringen von Bildern an der Wand benutzt wird. Das Besondere an diesem Klebeband ist, dass es wie ein Gecko an der Wand haftet und nicht auf chemische Art und Weise klebt. So kannst du es also auch als Bubble einfach in den Händen halten, ohne dass es zu sehr an deinen Händen kleben bleibt. Neben dem Nanotape brauche ich noch etwas Glitzer, einen Föhn und einen Strohhalm. Ich nehme einen Metallstrohhalm, ihr könnt aber natürlich auch andere Strohhalme benutzen. Passt bei einem Metallstrohhalm nur bitte auf, dass ihr euch beim Erhitzen nicht wehtut. Legt den Strohhalm so in das Tape. Super! So bleibt noch genug Platz für die Lufttasche. Nun gebe ich etwas Glitzer in die Mitte und falte das Tape einmal so um den Strohhalm herum. Perfekt! Daraus wird gleich unsere Bubble. Schneidet die Kugel dann zurecht. Je runder ihr schneidet, desto kugeliger wird die Bubble. Jetzt wird das Tape mit einem Föhn auf höchster Stufe erhitzt. Das könnt ihr ungefähr eine Minute lang machen. Nun könnt ihr auch schon das Tape aufblasen. Solltet ihr wie ich Glitzer benutzen, dann achtet bitte darauf, dass es sich um Kleinteile handelt, die schnell verschluckt werden könnten. Also nicht einatmen. Daher ist dieser Trick mit Glitzer nicht für Kleinkinder geeignet. Wenn ihr die gewünschte Größe erreicht habt, müsst ihr die Bubble ganz schnell mit zwei Fingern abziehen und das Ende verschließen. Dieser Schritt ist ganz schön tricky. Lasst euch also nicht entmutigen, falls ihr es auf Anhieb nicht direkt schaffen solltet. Ich habe auch einige Anläufe gebraucht. Tada! Nun habt ihr die Kugel. Doch natürlich fehlt wie immer das Gesicht. Dieses könnt ihr mit einem Edding oder ähnlichen Markern einfach raufmalen. Fertig! Super süß! Die Bubble hat was von einem Fidget-Toy. Doch Achtung! Wenn ihr zu doll drückt, dann geht sie kaputt. Aber ich muss zugeben, dass das gerade sehr lustig war. Wenn ihr eure Bubble nicht kaputt machen wollt, dann habt ihr etwa eine halbe Stunde Zeit, bevor sie langsam die Luft verliert und zu dieser kleinen, süßen Minikugel wird. Und habt ihr jetzt auch Lust auf Nanotape-Bubbles bekommen? Ihr könnt auch süße Tiere oder andere coole Figuren machen. Tobt euch da einfach kreativ aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann!